Yo, und hallo, herzlich willkommen zu einem zweiten Teil des Abonnenten-Specials. Ja, und zwar sieht es in der Gruppenphase jetzt so aus mit dem Abonnententurnier. Hier habe ich schon direkt mein mehr als kaputtes Säckchen vorbereitet. 8 Mannschaften sind hier drin und ich werde einmal nennen, wer. Und zwar ist ja unser Turnier jetzt in der erweiterten Phase. Und in der K.O.-Runde sind in Gruppe A, sind weitergekommen. Tom und Nils. Nico ist leider ausgeschieden. In Gruppe B hatten wir 5 Teilnehmer. Da sind Marc und Maxi weiter. Mel von Redhead konnten leider nicht überzeugen. Genauso wie Ennis. Ja. Und in Gruppe C dann bin ich mit Ach und Krach weitergekommen auf Platz 1. Dort Kevin mit dem Waffenarsenal. Ich mit Brasilien auf Platz 2. Und Enrique musste sich leider aus dem Turnier verabschieden. In der Gruppe D hat es River Plate leider nicht geschafft. Dafür sind England mit Ben und natürlich Werder Bremen mit Nuno ist auch weitergekommen und Niklas mit River Plate, wie ich eben schon sagte, ausgeschieden. Und jetzt eben die 8 Leute hier in dem Pot. Und ja, mit wem fangen wir an? Ihr seht es hier, ich mische durch. Könnt nicht sehen, dass ich die Augen zu habe, aber in der ersten Partie wird ich mische. Wen haben wir? Ben spielt auf jeden Fall. Direkt gegen. Ich mische nochmal durch. Gegen. Oh, gegen Tom. Ben gegen Tom. Ein sehr, sehr spannendes Spiel, meiner Meinung nach. Das sind hier die Leute, die als erstes gegeneinander spielen. Oder wie machen wir es so? So ist, glaube ich, am besten. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Also Ben gegen Tom. Ja. Und dann geht's weiter mit der nächsten Partie. Ich fusche. Ich hole den nächsten raus. Nuno, wie sieht es mit ihm aus? Hier ist vielleicht besser. Gegen. Los habe ich gegen das Waffenarsenal. Nuno gegen Kevin. Tja, wie sieht das Ganze aus? Hoffentlich hochinteressant. Und ja, wir schnacken nicht lange und machen direkt mit der nächsten Partie weiter, noch 3 Partien. Und ich hole das Los raus und es ist Nils. Nils ist also das Los. Nils spielt gegen, hier kommt das hin. Wer ist denn noch drin? Ich schau mal kurz rein. Maxi BT1 und Marc ist noch verfügbar. Und drinne ist, ich fusche nicht rum. Ich krame und ich hole das Nils raus. Ich bin es, der gegen Nils spielt. Ja, was ist da jetzt wohl drinne? Wir spielen übrigens nicht mit Rückspiel. Ja, das ist jetzt drinne und damit ist die letzte Partie gleichzeitig auch ausgelost. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Glückspartie und ich habe aber auch jetzt echt nicht hier rumgefuscht. Auch wenn es wieder so aussieht wie beim letzten Mal. Das Glück ist einfach ganz, ganz klar auf meiner Seite. Sehr, sehr interessante Partien, wobei Marc gegen Maxi, ja, also das jetzt natürlich kritisch, weil das Spiel hatten wir schon in der Gruppenphase. Aber neue Karten, neues Glück. Ich denke, die in der Gruppe A nicht, aber hier das erste Spiel ist definitiv das spannendste in Anführungszeichen. Und dann hoffe ich, dir ist wieder durchgefallen. Und an die Teilnehmer, die noch im Rennen sind, wegen Termin und so, schreibt mich einfach an. Und ja, jetzt werde ich das auch abklären. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.